Ej, halo. Halo. Right? Ninja, komm, guten Morgen. Tata, so yes. Yes. Co? Ta. Kamera. GoPro. Passt. Ich sag mal moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute, ich sage euch gleich, wo fahren wir heute. Jetzt zeige ich erstmal, wie sieht aus im Aplerbeck. Fröhliche Morgen. Garten. So geil hier. Super, super schön. Ich fahre jetzt zu meinem Auto, weil gestern habe ich ein bisschen weiter geparkt. Wegen was? Und ist nicht so weit. Hier ist ein schöner Spielplatz. Hier komme ich mit dem Kind. Und ja, heute Samstag, die Leute machen hier ein bisschen Arbeit. Super mega schön hier. Und ja, jetzt packen wir das Bike im Auto, vorbereite mich ein bisschen, eventuell fahre ich zum Geschäft etwas zum Trinken oder Essen kaufen und hopp. So. Schon gedankt. Essen. Man muss bezahlen. Hier passiert. So Freunde, das Auto ist schon getankt, wir sind unterwegs mit unseren Freunden von Flower Trip Musik von Österreich. Mega geil und chill Mix. Ja, jetzt fahren wir Richtung Halde Hoppenbruck. Warte mal, ich möchte meinen Freund probieren anzurufen. Chris, moin Chris! Wo bist du? Ja, wie gesagt, Chris antwortet jetzt nicht. Habe ich schon probiert. Ja, ich habe mich entschieden, fahre ich nach Halde Hoppenbruck, weil Winterberg war schon geplant, seit letzter Woche wollte ich, aber leider schaffe ich nicht, weil die sind zu viele Sachen passiert und einfach schaffe ich nicht, leider. Joel hat mir gestern und heute Morgen geschrieben, ob ich Klingen Trail will, aber seit letztem Mal, ehrlich zu sagen, war es ist einfach zu kurz da, ne? Zu kurz zu fahren und gerade mit dem Downhill Bike, nee, habe ich keinen Bock. Ansonsten hätte ich ein E-Bike, gerne fahre ich überall, egal wo man sagt, fahre ich überall, weil mit dem E-Bike, wie ich früher gesagt habe, sparst du Energie und Zeit, das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Deshalb fahren wir jetzt Halde Hoppenbruck, ist auch nicht so weit und da kenne ich die Strecken, kann ich auch Spaß haben. Aber ich will schon etwas anderes aussehen, weil Halde Hoppenbruck mache ich ziemlich oft, schon seit Jahren. Egal, ist aber egal, Hauptsache macht Spaß. Ne? Jeder weiß, Halde Hoppenbruck macht echt Spaß. Ne? Und jetzt sehen wir bei dem Wetter, es ist 13 Uhr, bin gespannt, wie viele Leute sind da, ob überhaupt jemand da ist. Ja, würde ich sagen, bis gleich. So, Bike ist raus, alles vorbereitet. Sieht nicht so busy aus. Habe ich schon ein paar Leute gesehen. Ja. Ich bin auch schon bereit. Let's go nach oben. Jetzt merken wir, wie wird mit dem Downhill. Ob der Downhill für Halde Hoppen too much ist.
Ich denke schon, ja, aber das sehen wir gleich nach oben. So, ich war hier mit Downhill Bike vor 2 Jahren ungefähr. Und was merkt man erst ein paar Meter? Also schon hier, ne? Muss man schieben. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Weil hochtreten wird mir zu viel Energie nehmen. Ne? Aber ja, jetzt spare ich euch diese Information. Reicht schon. Und nehme ich euch einfach mit auf dem GoPro. Bis zum Warm-up. Ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen langsamer starten. Ne? Ich bin gerade direkt den Roadgap geballert. Also Roadgap, ne, Quatsch. Der Buschgap. Aber so eine Woche nie gefahren und dann ist schon ein bisschen, braucht man Körperentspannung. Bin gespannt, wie man von oben Helmperspektive sieht. Macht Spaß oder allgemein, ne? So Freunde, zweimal den Buschgap Warm-up gemacht, jetzt fahren wir der Stein. Ein bisschen Schwung nehmen. Oh, mein Hinterrad ist ein bisschen weich. Oh, das Bank. Jetzt mache ich Stopp hier, damit ich mein Handy nehmen kann. Und da machen wir Full Line. Das war bei dem Table aber Nosebonk ein bisschen. Nicht so schön. Muss ich mit dem Bike ein bisschen mehr abziehen wahrscheinlich. Hallo Phone. Oh. So, jetzt sehen wir, wie viel ist das allgemein? Puh. Warte mal, 5, wo steht das? Unten, 5 Minuten, genau. 5 Minuten da bis zum oben schieben und wieder zurückfahren. Deswegen mache ich das nicht so gerne, aber ich will nicht die Leute auch mit meinen Videos stören. Wenn Chris mit mir ist, dann gerne, ne? Aber die andere frage ich einmal, das reicht. Wo ist das, ey? Achso, wahrscheinlich. Ne, das kann nicht sein. 2
zwischen. Achso, nach die, okay. Ja, hier. Ja, das war ein bisschen langsam. Ja. Ja. Machen wir jetzt schneller. So. Juhu! Wow. Wie kann ich mich so easy rutschen? Das habe ich nicht verstanden. Ey. So, hier ist gesperrt schon. Ja, geil, man dachte, mach den hier, tschuf, 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 und dann Überraschung. Weil den bin ich so seit langer, langer Zeit nie gemacht, aber der ist super, mega geil. Sieht scary aus, aber echt geil. Schönes Gefühl, ne? Ja, nächstes Mal. So. Boah, ein bisschen mehr treten. Ja, genau, hier wollte ich rein. Bisschen trocken, bohren, bisschen rutschig. Aber ich sage mal, super. Wo bin ich jetzt gekommen? Auf der Downhill-Strecke. Und da ist ein Step-Up. Aber hier ist für uns Ende. Das reicht mir mit dem Bike. War schön, war Spaß. Aber so 5-6 Abfahrten reicht mir. So Leute, jetzt ist Zeit für Chillen. So Freunde, ich bin schon zurückgekommen. Das war mit dem heutigen Fahrt kurz, aber schön. Würde ich sagen, manchmal liebe ich auch sowas, weil manchmal kann ich nicht den ganzen Tag irgendwo mit dem Bike sein. Deshalb wie heute perfekt, ungefähr circa eineinhalb Stunde. Schon am Anfang richtig angefangen, bis zum Ende ohne Sturz. Wie immer sage ich das Wichtigste. Und jetzt gehe ich hier. Zeige ich gleich euch, wo meine Tochter ist, ein bisschen mit meiner Tochter spielen und so weiter. Ne? Hier ist sehr ruhig. Ja, wie ihr seht, einfach mega. So, scheinbar ist da.
Bis zum nächsten Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Aber kann sein, dass ich später zum Chris auffahre, aber bin ich nicht sicher. Hallo? Wer ist da? Hier? Hier? Keiner da. Hey! Komm! Wow! Was für Blumen hier, ey! Hallo? Ja, sag hallo hier. Sag hallo. Hallo. Sag hallo Leute mit Hände. Mit Hände. Okay, tschüss.